Gedanken abzuschalten ist nicht möglich. Gedanken in eine Richtung zu wechseln sehr wohl. Die 54321 Selbsthypnose hilft Ihnen, Gedankenkreisen, Grübeln zu beenden, um einzuschlafen oder wieder einzuschlafen. Legen Sie sich hin, schließen Ihre Augen und gehen mit Ihrem inneren Auge auf die Suche nach Ihrem ganz persönlichen Paradiesort, um sich im Weiteren zu entspannen und loslassen zu können. Dieser Paradiesort kann sein, eine erlebte Plätzchen in einem Urlaub, das kann aber frei aus Ihrer Fantasie heraus sein, oder eben ein Lieblingsplatz in Ihrer Nähe. Sie sind völlig frei in dem, wie Sie sich Ihren Platz ausmalen. Da können Sie Ihre Kreativität voll laufen lassen. Es ist Ihr ganz persönlicher Wohlfühlort, wo Sie sich fallen lassen können, geborgen fühlen können und sicher fühlen können. Und wenn Sie Ihren Platz gefunden haben, dann schauen Sie gut hin. Schauen Sie mal, was sehen Sie dort? Was hören Sie? Was spüren Sie? Und folgen dem 54321-Schema. Sagen Sie zu sich selbst nach innen gerichtet, dabei fünfmal hintereinander, was Sie sehen. Ich sehe den blauen Himmel. Ich sehe eine Möwe zum Beispiel. Danach hören Sie und geben an, was Sie hören. Ich höre die Wellen rauschen. Ich höre die Blätter. Ich höre den Wind pfeifen. Und zum Schluss gehen Sie zum Spüren über und schauen, was Sie wahrnehmen. Vielleicht empfinden Sie eine angenehme Schwere in den Beinen. Vielleicht spüren Sie den Wind auf der Haut. Die weitere Abfolge werden Sie sicherlich schon erahnen. Nach den fünfmal und viermal Sehen, Hören und Spüren geht es weiter mit dreimal. Sollten Sie noch nicht schlafen, zweimal und einmal. Es empfiehlt sich, die Methode auch tagsüber mal zu üben, damit Sie es in der Nacht schnell parat haben. Außerdem hilft es Ihnen bei der Entspannung. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Eintauchen Ihrer Bilder, beim Entspannen und bei Ihrem Schlaf.